Also, das ist die Sammlung, die wir in der Steiermark haben. Das ist die Sprinter, die zeige ich euch später noch laufen. Gleicher Motor wie der Jägermeister, Z50, Zweigang-Handschalter. Schöner Tacho, ist 100, top restauriert, Pulver beschichtet. Da gehört nur noch ein anderer Vergaser rein, 75 Kubik. Und das ist die MV50S mit 28 mm Krümmer, 68 Kubikzentimeter Umbauzylinder. Total unauffällig, weil er unter der originalen Verkleidung drunter ist. Sonst eigentlich alles original, bisschen niedrigerer Lenker. Übersetzung ist original, die hat irrsinnig viel Kraft vor allem. Also gut zum Berg herumfahren halt. Ja, und dann haben wir noch eine Maxi L2 und die zeige ich euch gleich. Kennt schon. Okay. Kompression. Soll ich einmal versuchen? Warte, halt mal. Und wieso? Du willst auch werfen? Schauen wir mal, wie es hinkriegt. Wieso nicht? So viel Kompression hat gerade 15 cm zu auf dem Planeten. Weil ich bin 65 Kilo Minimum. Was ist denn das? Gar nichts. Schaut das Ding, ne? Nein, traust. Das war die L2, die ist eigentlich Standard 50 Kubik, geht aber trotzdem recht gut wegen dem, was das für ein Auspuff, Techno, Cross oder irgend sowas. Cross heißt der. Cross, ja. Und das Problem, warum sie so schwer angestartet ist, ist, hier ist dieses Spaltungsding, das aus einem Kabel für den Starter halt eben noch das zweite hier unten für den Dekompressor rausholt, der da unten sitzt, da unten geht ein Kabel entlang. Das geht da vorne rein und macht halt eben das Ventil auf. Und der ist einfach locker gewesen. Der hat hier eine Schraube zum Festschrauben. Und ihr müsst ihn einfach ganz draufnehmen und dann festmachen. Und wenn er dann die ganze Zeit die Kompression rauslässt, dann verstellt sich hier das, dass er weniger rauslässt. Oder wenn es nicht funktioniert, müsst ihr es hier weiterstellen, dass der Dekompressor dann funktioniert. Also zeig einmal, wie es geht jetzt. Weil vorher habe ich mich da mit meinen
65 Kilo draufgestellt auf das Pedal und das wollte nicht. Und jetzt soll es eigentlich gehen. X30, 70 Kubikzentimeter oder mehr, ich weiß es gar nicht mehr. Zweigang-Handschalter, hört sich so geil an. Unsere kleine Buchsammlung hier in der steirischen Werkstatt, mehr oder weniger. Und ja, kleine Info so am Rande, was meine Projekte so waren, bevor ich den Kanal angefangen habe. Es gab natürlich noch viel mehr, hier sind schon mal mehr Mopeds gestanden, aber die sind teilweise verkauft worden. Teilweise haben sie anderen Leuten gehört und wir haben sie für sie restauriert. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim selber basteln. Ciao!